Sperre für Rubin Kazan, Karim Benzema, ja. Weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Und Neues von den Bayern, dass ihr den besagt. Mein Name ist Nico. Los geht's. Wie die UEFA gestern bekannt gab, hat Rubin Kazan so sehr gegen das Financial Fairplay verstoßen, dass sie für die nächsten beiden Jahre von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Yay! Der russische Meister von 2008 und 2009 wird also, sogar wenn sie sich eigentlich über die Position in der Liga qualifizieren, nicht teilnehmen. Und meine einzige Frage ist, wie zur Hölle kann Rubin Kazan ausgeschlossen werden und Paris ist immer noch dabei? Hä? Hä? So, Freunde. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Leo D'Souza ist ein Spieleragent und er sagt, am 7. Oktober wurde er nach dem Spiel Olympique Lyon gegen Paris Saint-Germain fast entführt. Eine Gruppe von Männern hat versucht, ihn zu entführen. Und jetzt wird es noch wilder, denn beteiligt daran soll sein Karim Benzema von Real Madrid. Der Agent soll sich Geld geliehen haben von einem Freund von Benzema und soll eben jenen Freund bei der Entführung erkannt haben und Karim Benzema durch die Scheibe eines Lieferwagens gesehen haben. Der französische Superstar meldet sich dann via Twitter zu Wort. Ist diese Welt noch ernst zu nehmen, schrieb der 30-Jährige. Jemand packt D'Souza am Arm, es ist eine Entführung. D'Souza ist schwer verletzt, verpasst aber keinen Arbeitstag. D'Souza sieht Benzema im Lieferwagen. Die Ermittler entkräften diese These, es sind Lügen. Bisschen wild, naja. Ja, was auch immer da jetzt dran ist, eine seltsame Geschichte, ist es allemal. Und Karim Benzema zum wiederholten Mal im Ärger mit Gesetz oder anderen Leuten. Ja, der Typ schafft es irgendwie nicht mal ein bisschen Ruhe in seine Karriere reinzubringen. Egal, machen wir weiter. In Dortmund scheint man so ein bisschen auf den Geschmack von britischen Nachwuchsspielern gekommen zu sein. Puh, seltsame Formulierung. Naja, wie auch immer, der 19-jährige Innenverteidiger Declan Rice von West Ham United soll beim BVB hoch im Kurs stehen. Und das Allerbeste ist, dessen Vertrag läuft im Sommer aus und deshalb wäre er ablösefrei. West Ham versucht natürlich alles, um das Innenverteidiger-Talent zu halten und bietet eine Vervierfachung des Gehalts an. Aber bisher keine Chance, kein Interesse zu verlängern. West Ham-Coach Manuel Pellegrini weiß, dass Rice von anderen Clubs umworben wird. Declan muss versuchen, weiter gute Vorstellungen zu haben. Scheint er ja auch nicht zu machen, denn er hat ja abgelehnt, die vierfache Gehaltserhöhung. Der FC Bayern München hat gerade eben eine Pressekonferenz abgehalten, bei denen Hasan Salihamidžić, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge vor die versammelte Presse traten, um eben diese heftigst zu kritisieren. Es ging um den Umgang mit Spielern des FC Bayerns, der deutschen Nationalmannschaft oder auch Jogi Löw und darum, wie diese in der Presse dargestellt werden. Und das sei absolut respektlos und die Würde des Menschen sei unantastbar, sagte unter anderem Karl-Heinz Rummenigge. Eine Sache mal vorneweg, der FC Bayern darf sich äußern. Der FC Bayern hat die Aufgabe, seine Spieler zu schützen. Alles soweit okay. Die Art und Weise allerdings, darüber lässt sich streiten. Muss man wirklich einzelne Journalisten rauspicken? Muss man Namen nennen? Und am allerwichtigsten natürlich die Frage, bis zu welchem Level kann der FC Bayern da überhaupt irgendwas machen und hat das Recht, was zu machen? Denn in Deutschland herrscht immer noch so etwas, das sich Pressefreiheit nennt. Und ich muss eine Sache ganz klar sagen. Dass Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidžić sich da hinsetzen und sagen, der Umgang mit Bayern-Spielern sei absolut respektlos, ist, wenn man die Geschichte genau dieser drei Typen kennt, absolut, absolut unglaublich. Uli Hoeneß hat vor Wochen noch gesagt, Karim Bellarabis Foul sei geisteskrank. Er hat in dieser Pressekonferenz gerade eben gesagt, Juan Bernat habe absoluten Dreck gespielt. Und er hat über Mesut Özil gesagt, der spielt seit Jahren einen Dreck und hat keinen Zweikampf mehr seit der WM 2014 gewonnen. Wenn man sich da hinstellt und sagt, ey, unsere Spieler dürfen nicht so angegangen werden, nur um dann im derselben PK einen Ex-Spieler so zu zerlegen und selber das lauteste Sprachrohr im deutschen Fußball zu sein, das immer nur drauf prügelt. Tut mir leid, der FC Bayern hat sich für mich in dieser Pressekonferenz lächerlich gemacht. Und das war's für heute. Hier findet ihr den Scouting Report von Kai Havertz und hier ein anderes mega gutes Video, das Alex hier verlinkt hat. Das war's für heute. Bis dahin, auf Wiederhören.